Hallo ihr Lieben, ich bin der Christian und ich begrüße euch bei den Kindern Mariens. Von einem Zuschauer wurde ich gebeten, kurz etwas zum Attentat auf Donald Trump zu sagen. Viele fragen sich in den Tagen, warum hat die Kugel den Kopf von Donald Trump verfehlt? War es Zufall oder hat hier vielleicht der Himmel seine Finger im Spiel gehabt? Das Ganze geschah am 13. Juli. Und der 13. spielt in unserem christlichen Glauben eine sehr entscheidende Rolle. Am 13. Juli 1917 zum Beispiel erschien die Mutter Gottes den Hirtenkindern das dritte Mal und spricht mit ihnen über die Prophezeiungen, die als die Geheimnisse von Fatima bekannt wurden. Am 13. Mai 1981 geschah das Attentat auf Papst Johannes Paul II. Seine Rettung schrieb er später der Mutter Gottes von Fatima zu. Und sehr viele Christen sind sich hier sicher, dass Trump von Gott beschützt worden ist. Und nun beginnt da draußen natürlich eine mediale Hetzjagd. Aber da sind wir von den linksgrünen Medien wahrscheinlich auch nicht anders gewohnt. Denn Gott wird natürlich immer beiseite geschoben. Und wenn Leute über Gott berichten oder genau solche Sachen Gott zuschreiben, wird das natürlich knallhart bekämpft. Ich persönlich bin mir sicher, dass Gott Trump beschützt hat. Und dann kriegt man natürlich, wenn man sowas sagt, Antworten wie, wie kann denn Gott so einen Menschen beschützen? Donald Trump hat natürlich wie viele Politiker auch seine Schattenseiten, aber er macht sehr vieles mit Gott und für Gott. Er ist quasi das Werkzeug Gottes. Donald Trump setzt sich seit ganz, ganz vielen Jahren gegen die schrecklichste Sünde ein, gegen die Abtreibung. Und er setzt sich für das ungeborene Leben ein. Ganz im Gegenteil zu Präsident Biden. Biden ist zwar Katholik, aber er ist ein ganz großer Befürworter der Abtreibungspolitik. Und er möchte die Gesetze immer weiter abschwächen und wahrscheinlich ganz abschaffen. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass Gott Trump braucht, um ganz viel Sünde zu vermeiden. Was mich interessieren würde, ist, wie ist denn eure Meinung zu dem Thema? Seid ihr der Meinung, dass der Himmel hier seine Finger im Spiel hatte? Oder glaubt ihr, dass das Ganze reiner Zufall war, dass Donald Trump nicht gestorben ist? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ich bedanke mich für eure kurze Aufmerksamkeit und wünsche euch Gottes Segen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Gelobt sei Jesus Christus, Maria und der heilige Josef in Ewigkeit. Amen.